Wir sind heute auf dem Opel-Testgelände in Dudenhofen, wo wir uns den neuen Opel Movano etwas genauer anschauen. Das Fahrzeug ist ein echtes Multitalent. Es gibt ihn in drei verschiedenen Radständen, drei verschiedenen Höhen und vier verschiedenen Fahrzeuglängen. Insgesamt bietet Opel dieses Fahrzeug in 188 unterschiedlichen Aufbauformen. Da kann nicht nur zwischen Front- und Heckantrieb, Radständen, Fahrzeuglängen, Einzel- oder Zwillingsbereifung gewählt werden. Auch bei den Arten und Höhen der Aufbauten sollten die Kunden präzise Vorstellungen mitbringen, denn die Auswahl ist schier endlos. Allein den Kastenwagen gibt es in vier Längen und drei Aufbauhöhen. Es werden Kombiversionen angeboten, Normal- und Doppelkabine in drei Fahrzeuglängen oder ein Plattformfahrgestell mit verschiedenen Längen und Dachhöhen. Klassenbestwerte liefert der Laderaum des Kastenwagens in allen Disziplinen. Vom Zugang bis hin zum Beladen der Stehhöhe und Ladekapazität von 17 Kubikmetern. Die seitliche Schiebetür macht sogar Platz für Europaletten. Ein 2,3 Liter CDTI bringt den Movano in Fahrt. Auch hier, wie könnte es anders sein, hat man wieder die Wahl, und zwar zwischen 100, 125 oder 150 PS. Dabei lautete das oberste Gebot, die Betriebskosten möglichst niedrig zu halten. Zusätzlich Spritsparen hilft eine Ecoflex-Ausführung mit Start-Stopp-Technologie. Auch an Bord eines Nutzfahrzeugs kann man es sich durchaus gut gehen lassen. Dafür sorgen nicht zuletzt Komponenten wie ein automatisiertes Easytronic-Getriebe, neue Infotainment-Systeme mit Bluetooth-Anbindung oder ein SD-Card-basiertes Navigationssystem. Und dann ist da noch die optionale Luftfederung. Sie macht nicht nur das Fahren komfortabler, sondern erleichtert das Beladen, indem sie das Fahrzeug um 20 cm absenkt. Um die Traktion der heckgetriebenen Movano-Modelle zu optimieren, lässt sich eine mechanische Differentialsperre ordern. ESP ist beim Heckantrieb Serie und beim Fronttriebler eine Option.